C-A-L-L-M-E, baby. Gott, ich will meine Fun Lovers endlich machen vom Januar und vom Februar. Es ist leider in den 2 Monaten nicht so viel zusammenkommen, ist mir aufgefallen. Ich habe ganz, ganz wenig gemacht im Januar und im Februar und im März schaut es, glaube ich, auch nicht besser aus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich die Videoreihe lassen sollte. Ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben. Soll ich es lassen oder soll ich es noch weiterhin machen? Weil irgendwie macht mir selber das keinen Spaß mehr, weil ich irgendwie das Gefühl habe, euch interessiert es auch nicht. Also könnt ihr mir das bitte, bitte mal in die Kommentare schreiben. Das wäre sehr, sehr freundlich von euch. Also, fangen wir mal an. Im Januar und Februar habe ich serienmäßig geschaut Pretty Little Liars, Fuller House, Gilmore Girls und Sex in the City. Und im Februar war auch Riverdale ganz groß. Das ist nämlich eine Netflix-Serie. Und die liebe Vivi hat mich angesteckt damit und ich finde die Serie echt cool. Ich muss mir jetzt auch die neuen Folgen angucken. Ich glaube, ich habe jetzt schon länger nicht mehr geschaut. Muss ich mir unbedingt nochmal anschauen. Aber ich glaube, das werde ich mit Jan angucken, weil er hat mit mir die letzten paar Folgen auch zusammengeschaut. Und ich glaube, die werde ich mit mir... Die werde ich mit ihm gemeinsam schauen. Weil wir haben Pizza gegessen und haben dann Riverdale geguckt. Und irgendwie ist das so ein Ritual geworden. Muss ich ihn mal fragen, ob er da mitmacht. Filme habe ich im Jänner nichts. Obwohl ich mir einbild... Na, wir waren nicht im Kino, gar nichts. Ne? Aber im Februar habe ich mir Rapunzel angeschaut auf Netflix. Und Ariel, wie alles begann auch auf Netflix. Und bei Ariel habe ich geheult wie ein Baby. Bei dem Film habe ich sowas von geheult, das kann sich keiner von euch vorstellen. Da habe ich wirklich sehr geweint, weil das ist echt traurig, der Film. Wirklich, wirklich traurig, finde ich halt. Aber er war echt schön. Games habe ich bei beiden Monaten nichts gemacht. Musik und YouTube habe ich im Jänner Little Mix so gern gehört. Das Lied Touch. Ich kann es unten verlinken, ich glaube, aber ich habe das schon mal irgendwann verlinkt. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Egal. Und vom Jan habe ich mir die Videos gerne angeschaut, weil er spielt in letzter Zeit Watch Dogs 2 und den Teil finde ich interessanter als den ersten Teil, sage ich euch ganz ehrlich. In den letzten 2 Monaten habe ich viele Produkte als Favorit auch geschrieben, die ich auch leer gemacht habe. Zum Beispiel im Januar war es Black Opium. Ich habe den Duft geliebt im Januar. Ich liebe ihn jetzt noch. Ich gehe meistens in der Arbeit an dem Desk, da schnüffel nur dran und dann bin ich wieder glücklich, weil ich liebe diesen Duft und ich würde ihn mir auf jeden Fall auch nachkaufen. Vielleicht kriege ich ihn günstiger in Kleinhaugsdorf. Weil ich wollte eigentlich mit einer Freundin fahren im März, aber sie hat mir dann doch abgesagt. Ich hoffe, das wird in April was. Weil ich auch zu dem... Naja, am Sonntag könnte ich gar nicht, wo ich noch Urlaub habe. Scheiße. Egal, Themawechsel. Was aber noch dazu gehört hat im Januar, war auf jeden Fall das Lippenöl von Gosh, was ihr in meinem Aufgebraucht-Video gesehen habt. Das werde ich mir auch auf jeden Fall nachkaufen, habe ich auch im Aufgebraucht-Video gesagt. Dann im Februar ist es ein Duft, den ich auch sowas von liebe. Es war schon ganz, 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 ganz lange mein Traum, wie ich so eine MAC-Phase gehabt habe, mir den Duft zu kaufen, nur ich war da viel zu geizig. Es geht um den Duft von Ellie Saab. Ich liebe den. Ich habe den von der Arbeit in einem Set bekommen. Das Set könnt ihr hier sehen. Ich hoffe, man sieht es ein bisschen. Da ist die Bodylotion und das Duschgel auch dabei gewesen. Und beides habe ich jetzt auch aktuell zwischendurch mal in Benutzung. Nicht so oft, weil ich nicht will, dass es leer geht. Doof, aber was soll's. Bei dem Duft habe ich Gott sei Dank noch ein Backup in 90 Milliliter. Gott sei Dank. Aber ich liebe den. Ich sprühe den jetzt mal. Ich habe eh noch nichts drauf. Das erinnert mich so an die MAC-Zeit von früher. Ich liebe den Duft. Ich habe nämlich immer, ich war ja so eine Stammkundin bei Douglas an der Extreme und habe immer viel Geld dort lassen. Und die haben immer gefragt, welche Proben ich haben will. Und ich habe mir immer den Ellie Saab ausgesucht als Probe. Immer. Und ja, ihr seht, es fehlt sogar schon ein bisschen was. Aber es ist eh noch relativ wenig, Gott sei Dank. Ich habe mir halt, den benutze ich jetzt in der Freizeit. Also wenn ich frei habe und fortgehe, benutze ich den hier. Weil ich den einfach sowas von liebe. Der ist so, so schön, der Duft. Ihr könnt mal gerne dran schnuppern. Ich weiß nicht, ob den viele von euch kennen. Ach, ich liebe den. Den Stöpsel habe ich übrigens draußen noch liegen. Ich hasse das nämlich. Ich hasse das, wenn der Stöpsel noch oben ist. Ich meine, ich hebe sie mir trotzdem immer auf, damit sie beim Aufgebraucht drauf sind. Aber ist so behindert, ich weiß. Aber so in Benutzung habe ich den Stöpsel immer unten. Auch im Februar habe ich gerne benutzt, den zeige ich euch gleich als erstes, aber der ist nämlich leer. Meinen Lancôme Grandios Eyeliner. Und den traue ich so, 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 so hinterher. Den traue ich wirklich hinterher. Er ist komplett leer. Ich habe ihn vor kurzem noch ein paar Mal versucht zu benutzen, aber ich kann damit keinen Eyeliner mehr ziehen. Es geht nicht mehr.
Er ist leer. Ich bin so traurig darüber, dass der leer ist. Das heißt, ihr werdet ihn im März nochmal sehen. Wir haben aufgebraucht Video, deswegen rede ich jetzt nicht so viel drüber. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich ihn mir nachkaufen soll. Aber ich will das diesmal durchziehen, weil ich habe bei irgendwas habe ich das falsch. Bei irgendwas habe ich. Irgendwas wollte ich zuerst aufbrauchen. Und habe mir da trotzdem was. Ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Egal. Was ich noch gern benutzt habe, eigentlich im Februar speziell, ich weiß jetzt nicht, ob ich es im Januar auch schon verwendet habe, ist das Make-up Factory Puder und ihr werdet, glaube ich, einen Schock kriegen für euer Leben, weil ich habe das noch nicht lange in Verwendung, aber es ist schon ein riesen Hit the Pan drinnen. Ich finde, ergiebig ist es nicht. Okay, ich benutze vielleicht auch ein bisschen zu viel, aber ergiebig ist es nicht. Aber ich liebe es. Ich weiß nicht, ob ich es mir nicht auch nachkaufen würde, weil ich mag es echt gerne. Ich meine, ich kann es wahrscheinlich eh nur im Winter verwenden, im Sommer, wenn ich ein bisschen brauner werde, was eh selten der Fall ist. Weil ich habe das damals in Deutschland mitgehabt, glaube ich. Weil das eh ein Tester war, das habe ich damals von der Schulung von Make-up Factory geschenkt bekommen. Und ich habe mir gedacht, okay, wenn es kaputt wird, ist es nicht so dramatisch, wie wenn ich jetzt ein Mac oder so mitnehmen würde. Aber es gibt nämlich von Mac genauso ein ähnliches. Und ich will die irgendwie vergleichen. Also ich werde jetzt meine ganzen Puder mal aufbrauchen, die ich noch habe, und dann will ich mir das auf jeden Fall nachkaufen und das Mac, weil das Mac habe ich vor kurzem geguckt, ob es das noch gibt, und es gibt es noch. Und ich finde auch von der Verpackung her erinnert mich das ein bisschen an Mac, ein bisschen. Ich glaube, das haben sie ein bisschen abgekupfert, aber ich finde das gar nicht schlecht. Ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Das Problem ist halt, dass es halt auch relativ teuer ist. Aber ich mag es echt gerne. Ist ein großer Favorit geworden in letzter Zeit, was mich eh gewundert hat. Fashion habe ich gar nicht stehen. Essen, trinken auch nicht. Aber ich habe häufig in den letzten Monaten eigentlich Pizza gegessen, eh wie immer. Und was ich noch häufig gemacht habe, war selber gekocht. Für die Arbeit halt. Viele verschiedene Sachen. Zum Beispiel, ich habe da, glaube ich, sogar ein Foto. Ein Fisch. Ein Lachs war das, glaube ich, mit Gemüse. Das kann ich euch einblenden. Sowas habe ich in letzter Zeit oft gegessen. Ich finde nicht, dass ich abgenommen habe. Ich finde, ich habe sogar ein bisschen zugenommen wieder. Ich gebe es langsam auf, mich nervt das schon so. Ich will unbedingt ein bisschen mehr Gewicht verlieren, aber ich schaff's nicht. Und ich glaube, das liegt auch an der Pille auch. Also ich habe irgendwie das doofe Gefühl, dass es hauptsächlich an der Pille liegt. Weil ich kann seitdem nicht mehr abnehmen, überhaupt nicht mehr. Es wird zwar ein bisschen weniger vom Gewicht, aber es ist halt nie so, dass es dran hält. Und jedes Mal, wenn ich die Pause habe von der Pille, ich weiß, wenn ich männliche Zuschauer habe, werden die sich sicher freuen, wenn ich darüber rede. Aber jedes Mal, wenn ich die Pause habe, von dieser Pillenzeit halt, fresse ich jeden Scheiß. Ich esse eine ganze Tafel Schokolade, ich esse jede Chipsackerl. In der Zeit, wo ich die Pille nehme, geht's. Aber kaum, weil das haut mir immer mein Abnehmding zusammen. Jedes Mal ist das so. Also jedes Mal, wenn ich vorhabe, weniger zu futtern, kaum habe ich die Pause, habe ich gleich meine ganzen Kilo wieder oben. Also es ist echt scheiße. Wirklich scheiße. Sonstiges. Im Januar hat der Jan ja Geburtstag gehabt. Da waren wir in der Disco, das war richtig lustig. Erst war ich ein bisschen schlecht drauf, ich musste davor arbeiten. Aber danach war es wirklich, wirklich lustig. Im Februar hatten der Jan und ich Jahrestag und wir waren nur essen. Sonst haben wir eigentlich nichts Spezielles gemacht. Nö, wir waren nur essen. Ja. Mehr gibt es auch ehrlich gesagt nicht zu sagen. Für die nächsten paar Monate da, was da waren. Es ist relativ ruhig gewesen und ich finde, die Zeit vergeht furchtbar schnell. Also normalerweise ist das so, dass Jänner und Februar sich zieht, aber jetzt haben wir schon Ende März. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das so schnell vergeht. Ja, ihr könnt mir ja mal gerne schreiben, was ihr im Januar und im Februar gemacht habt. Bei mir war es die zwei Monate relativ ruhig. Aber jetzt, wo es schöner wird, will ich endlich mal wieder Gas geben und mich ein bisschen mehr motivieren, sagen wir es mal so. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe wirklich, das klappt. Weil in letzter Zeit bin ich so unmotiviert und ich habe die ganze Woche arbeiten müssen. Und was ist am Wochenende? Es ist schier. Vorher war ich mit dem Sparky draußen und es hat angefangen zu regnen. Ich kapiere das nicht. Warum immer ich? Warum immer ich? Naja, und es wird, glaube ich, nächste Woche auch nicht besser mit dem Wetter. Es schaut voll kacke draußen aus. Ich habe die Jalousien wieder oben. Es schaut voll geschissen aus, das Wetter. Ja, also ich habe extra dieses Make-up geschminkt, weil ich gegen dieses scheiß Wetter ankämpfen wollte, aber irgendwie hilft das auch nicht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Es ist auch wieder relativ kurz und es ist nicht viel in den letzten zwei Monaten passiert, wenn wir ehrlich sind. Gott sei Dank, ist vielleicht auch positiv, dass es so ist. Aber ja,
Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bye!